Wenn alle da sind, jetzt sollen sie die Leinen losmachen und mir Wind in die Segel bringt. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Dann nehme ich Yamashakwam wieder von Eldan Gormbeis entgegen. Flüstere nur ganz leise. Heute nicht. Und es flüstert zurück. Und damit wechseln wir die Karte. Finale. Es beginnt. Da sind jetzt 3 Tage zwischen, oder? Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt den 3. Ja, Mitte des Tages, und zwar der 3. Perine. Laut der Sternenkunde von Kiaras und euren Sternkundigen, aber vor allem von Kiaras, wird am 6. Ihr wisst aber nicht wann. Irgendwann am 6. diese Sternbild in Erscheinung treten. Können wir das Sternbild bitte noch einmal hören? Das ist Venamrichod, der Tagesherrscher ist, der Delfin von Leftan durchkreuzt wird und Yunao und Ulchucho hinter den Sternen stehen. Dann, jetzt, ist unsere Gelegenheit gekommen. Ihr begebt euch zusammen mit der Feuer-Djinn zurück zur Gezeitenspinne. Die restlichen Männer, die ihr nicht braucht, die ihr nicht für kampfesfähig haltet, so wie beispielsweise die Köche, werden zurückgelassen. Was tut ihr mit Ömer? Immer versteckt sich und der ja, ich gehe von Bord und dann versteckt er sich. Ne. Tatsächlich wollte ich ihn hier behalten, aber gut, wenn ich ihn nicht finden kann, ist es so. Das macht, also, ihr könnt natürlich jetzt auch Ömer da behalten. Ne, wir brauchen einen Koch und ich traue ihm mehr als den anderen. Okay, gut, dann könnt ihr das meinetwegen auch so lösen, oder Ömer hat sich auch so schon versteckt und es bleibt ein anderer Koch, das ist mir auch egal. Was Nee, tut also ihr mit ich bin jetzt davon Okta? ausgegangen, dass sie sozusagen alle Köche wegschicken für die kurze Dauer. Und deswegen wollte ich mich verstecken. Wollte gerade sagen, also da wird man schon irgendwie Trockenfleisch oder sowas auftauen, aufbrauchen können. Ich gehe davon aus, dass man die Köche jetzt dieser Gefahr nicht aussetzt. Dann ist er halt bei den Schützen. Zumindest Möglichkeiten wird's. gibt's. Was tut ihr mit Uktan? Soll Uktan mitkommen? Er ist erster Mart, er wird wahrscheinlich mit die Truppen führen, oder nicht? Die sehen wir dann Also aber auch an. er ist für die Mannschaft zuständig und explizit die Mannschaft lasst ihr zurück. Richtig, die Ah. Seemänner brauchen einen Anführer, Uktan bleibt da. Gut, Oh, das sieht heißt, ja. Also. Uktan bleibt in der Sicherheit. Er verabschiedet sich natürlich noch mit großspurigen Worten, dass die Mannschaft bei ihm mit Sicherheit ist, aber damit ist sein zu Leben zumindest außer Gefahr. Kohlraps Jesper Noviz. ist sowieso an Bord und der wird sich da auch nicht wegkriegen lassen. Die beiden Magierinnen habt ihr mitgenommen, die beiden Magister Kohlrab. Ja, Kohlraps Novizen darf sich entscheiden, was sie damit macht. Die wird sie ebenso wegbringen lassen. Die haben hier ihren Dienst noch nicht ja, weiter ihr Leben. Die bleiben dann also in Festung. Muss gerade nur auf die Karte gucken. Für den Kampf könnte das nämlich noch wichtig sein, wer noch alles da ist oder nicht. Damit sind die Novizen die Schülerin von Bord. Jasper ist da. Haswolf mit seinem Hinkebein. Luminoris ist da. Die beiden Söldner haben sich der Einheit angeschlossen. Was ist mit Hilal? Ja, Hilal kommt mit. Ist ein Hilal Sklave. kommt mit. Alrixey bleibt hier. Er löst sich. Den hätten wir eh schon längst von Bord werfen sollen. Ja, hättet ihr vielleicht aber die Informationen. Dann gehen die Blinden und Versehrten bleiben zurück. Die habt ihr nämlich auch noch nicht abgeliefert. Gefangene haben wir noch. Was macht ihr mit Wartenberg? Wartenberg, der Effertbruder. Ist er nicht irgendwie schwer verletzt? Barer zumindest, ja. Aber will er dann auf dem Schiff bleiben? Kann er gehen? Ja. Er ist schon ziemlich schwer verletzt. Kämpfen kann er nicht, aber er ist wieder gesund. Eigentlich ist er nur eine Qual. Also wenn er nicht kämpfen kann, soll er runter von Bord. Und wenn wir ein paar Tiere als Captain haben. Ich möchte Numenoros das entscheiden lassen. Der soll mit dem Mann reden. Also, Numinorus sagt, er wird nicht gebraucht. Effert-Brüder sind sowieso ziemlich krank. Seinem Ziel dienen die nicht. Sie sind so ein bisschen verquer. Ja, Dann kommt er er rät runter. davon ab. Porquum, der Zerstückler, Bleibt auf den Booten. bleibt auf den Booten. Okay. Also Und den Booten, die wir da lassen. ja, genau. Also, dass ihr dann so eine zirkelwistische Anlegestelle habt, wo ihr dann eure Schiffe wieder abholen könnt. Damit ist das Unterdeck jetzt ziemlich leer. Eure Gefangenen könnt ihr auch nochmal auslösen in Festum.
Ach ja, genau, das wollte ich auch machen. Bekommt 2 Silbertaler für die. Wie viele waren das? 90? 80? 80 Leute ungefähr. Habt ja unglaublich viele Gefangene nehmen können, gerade jetzt aus den anderen Schiffen. Da waren ja so viele Gefangene, die hättet ihr gar nicht alle mitnehmen können. Bekommt ihr 2 Silbertaler für 80 Leute? Nein, pro Person 2 Silbertaler. Ah. Ich hätte es denen zugetraut. Nein, das sind faire Preise, aber die bezahlen noch keine Umsummen für Leute, die sie sowieso hängen. 16 Dukaten. Von denen haben sie ja nichts. Ich meine, wenn sie eine Kannibalin werden, hätten sie jetzt was zu essen. Gut, dann kommt auch Wartenberg vom Schiff. Und alle Köche verschwinden. Doschek, der Erzbibliothekar. Wird gefragt und nochmal sehr eindringlich über das Risiko der ganzen Sache aufgeklärt. Er selber hat keine Lust. Er ist Erzbibliothekar, er ist kein Kämpfer. Er hat die Arche erforscht. Für ihn spielt das keine Rolle mehr. Wird dann die Informationen aufschreiben, gesammelt und dann hier in seiner Stadt bleiben. Er ist ja selber auch fester Mann. Faruk, beziehungsweise Priodano di Almuktur Ferbras, der Adeptus Major von der KGA. Bleibt. Als Botenvogel. Dann ist das Schiff sehr, sehr leer. Da war noch jemand, ich habe ihn gerade im Kopf. Will Jasper auch bleiben? Jasper bleibt, das ist sein Schiff. Jasper hat keine anderen Ort, wohin kann. Arbert, der Zweite von Bollstedt, geht. Ja, gerne. Der Mann ist zu verwirrt, um in einem Kampf mitzumachen. Er hat auch quasi... Können wir Hasswald von Bord schmeißen? Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn natürlich auch von Bord schmeißen. Auch er ist ja fester bleibt. Ich hasse ihn. Hasswald bleibt, das schulde ich ihm. Nix da, der weg mit dem. Der ist ungebrauchbar. Was macht ihr mit der Hexe? Die letzte Verbliebene von den dreien? Karenor, sie ist eure... was auch immer. Das stimmt doch gar nicht. Ich frag sie, ob sie bleiben will, oder? Sie fragt dich. Na, wenn du das möchtest, dann bleibt sie, und wenn sie nicht möchte, dann... oder wenn du nicht möchtest, dann geht sie. Na dann, bleib. Ich kann gut Gesellschaft am Abend noch gebrauchen. Gut. Mit einer... kann sie wegfliegen. Mit einer sehr leeren, gezeigten Spinne könnt ihr aufbrechen. Am Abend des 3. erreicht ihr ja die blutige See, kurz vor Mendene, kurz vor Rulat. Ich würde ganz gerne noch mit Ömer reden. Sag mal, Ömer. Ja. Also wenn du irgendwie in der Küche bist oder so. Ja. Du hast mir ja schon nachspioniert, richtig? Auf Befehl natürlich. Natürlich, und das nehme ich dir auch nicht übel. Allerdings würde es ganz gut sein, wenn du mir diesen Gefallen zurückzahlen könntest. Find bitte für mich raus, wo Yalan Yamish Aquam aufbewahrt. Was für ein Ding? Das Schwert, das er auf dem Rücken hat. Das er immer eingeschlagen trägt. Ach, das ist ein Schwert? Ich dachte, das wäre ein Teppich, Schwert. Der noch eingeschlagen drin wäre. Ein gefährliches Schwert bei einem gefährlichen Mann. Okay. Ich versuch's rauszubekommen, klar. Vielen Dank. Mit den Worten würde sich Ahmad auch erstmal wieder umdrehen und mit seinen Söldnern, Sklaven trainieren. Man merkt Ahmad an, er scheint zurzeit sehr auf Rondras Tun fokussiert zu sein. Zumindest nachdem er diesen Kampf mit seinen Söldnern hat. Du kämpfst, du trainierst wie ein Berserker, um besser zu werden. Dann, wenn du jetzt von einem Diener der Erzdämonen besiegt worden bist, wirst du jetzt noch gegen viele weitere ziehen, die sogar noch wesentlich stärker sind als dieser schwächliche Kapitän. Wie ein Berserker trainierst du, versuchst die Göttin anzubieten, während du kämpfst, und es gelingt. Wieder hörst du sie brüllen, wieder Blitze, die über den Himmel zucken, und rotes Leuchten, was im Horizont erscheint. Die Tage vergehen. Viele habt ihr nicht. Vom 3. dort lagert ihr, könnt wieder eure Fühler in das Unwasser strecken. 1W20 regenerieren, neue Handlungspunkte aufbauen. Für den ersten Tag. Dann schreiben wir den 4. Ich möchte ihn gern chippen, glaube ich. Nein, möchte ich nicht. Für den 4. Dann kommt die Probe für den 5. Und letztendlich kommt die Probe für den 6.
Beziehungsweise wir warten einfach mal. Wir lassen einfach mal die 12 stehen, also 3 und 12. Und dann haben wir den Abend des 5. Ihr könnt in der Zeit trainieren, lernen, forschen. Ich bestelle Karino in meine Kabine. Fangen wir dort an. Ja, was? Wieder nüchtern? Bitte. Leider ja. Nicht meiner Wahl. Für uns ist das alles schwer. Aber ihr müsst euch nicht denselben Sitten hingeben wie die Söldner. Was braucht ihr, Kapitän? Zwei Dinge. Erstens, was könnt ihr mir über Jasper sagen? Ich meine, jetzt ist sowieso zu spät, aber können wir uns im Notfall auf ihn verlassen? Ich habe mich in den letzten Tagen ein wenig mit ihm unterhalten und er hat bis jetzt keinen Anlass zum Zweifel gegeben, zumindest. Gut, dann verlassen wir uns auf ihn, aber habt vielleicht immer ein halbes Auge nach hinten. Das zweite. Als ja. Ahmad und ich im Kampf fallen sollten, lasst das Schwert nicht da. Was auch immer es kostet, bergt es. Das ist wichtig, Karino. Wichtiger als alles andere. Kein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das Schiff damit befehligen könnt, wenn ihr den wahren Namen nicht kennt. Aber versuchen müsst ihr es vielleicht. Nun, ich werde es versuchen. Ansonsten, ja, werde ich versuchen, sicher zu gehen, dass das Schiff nicht weit existiert. Gut. Gut. Wenigstens auf euch kann man sich verlassen. Dann macht euch noch einen freien Abend. Morgen gehen wir vielleicht dem Heldentod entgegen. Oder unsterblichem Ruhm. Wer weiß das schon. Möchtet ihr die ganze Zeit nur vor Anker liegen oder möchtet ihr weitere Informationen einholen? Ich möchte die Hexe, wenn sie geneigt ist, vielleicht auch Keras drauf ansetzen, mal so ganz, ganz vorsichtig auf Kundschaftsflug Richtung Runat schicken. Also vorsichtig im Sinne von, wenn irgendwas aussieht, was die Plagenbringer sein könnte, dreh sofort um. Ja. Folgende Informationen könnt ihr bekommen. Im Süden befindet sich Port Rudat. Ein extrem großer Hafen für seine so kleine Insel. Haufenweise blutgierige Piraten. 2800 Einwohner, also massiv viel größer als Helmport. Ein paar gekaperte Schiffe, ausgeschlachtete Wracks, fähige Handwerker. Aber auch die Gefängnisinsel Perlstein. Für, das ist euch allen bewusst, den Reichsverräter. Hanswind von Rabmund. Der ist zumindest vor einiger Zeit schon aus Rulat, er befindet sich nicht mehr auf der Insel, aber die Gefängnisinsel oder die Gefängnisfestung Perlstein wird trotzdem weiter benutzt für Feinde von Schwarztopien. Im Norden gibt es die Speerspitze der Insel. Das eigentliche Ziel, wo ihr hin sollt, zumindest nach diesem Brief. Dort wird wohl die Grube liegen. Die Grube, in die der Splitter getragen werden muss. Wirklich gute Informationen bekommt ihr allerdings von ihr dort nicht bekommen, da das Wetter entweder unglaublich vernebelt ist, ein permanenter Nebel, der dort liegt und die Kraft aus der Umgebung saugt, oder schwere Stürme, sodass sich dort die Hexe nicht hintrauen kann. Das muss ein Schleichkommando machen, wenn ihr dort irgendwo anliegt, wenn ihr irgendwelche Informationen von dort haben wollt. Per Lufttaxi gibt es das nicht. Ihr müsstet euch also in die Nähe trauen. Irgendwo anlegen. Eine Kommandoaktion. Mal wieder. Oh ja. Karino? Ja? Sammeln wir die besten Kundschafter zusammen, die wir haben. Und Ömer, der kann was tun für sein Geld. Werde ich machen. Und ich zieh los. Geht zu den Söldnern. Die besten Kundschafter brauchen wir. Wir sind keine Kundschafter, mein Herr.
Nun, einer von euch wird doch sicherlich ein wenig was davon können, oder? Also, sehen können wir wohl, aber... Naja, ich weiß jetzt nicht, was ihr vorhabt. Schleichen oder sich verstecken können wir nicht. Zumindest nicht besser als jeder andere. Aber wenn ihr wollt, kommen wir mit. Problematisch. Nun, wir brauchen einen kleinen Trupp, um zumindest die Lage auszukundschaften, bevor wir landen. Wenn ihr wollt, kommen wir mit, aber wie gesagt, ob wir damit nicht zu einem Risiko werden, das müsstet ihr wissen. Bereitet einen kleinen Trupp vor, für schnelle Bewegung. 5 Mann? 5 Mann. Danach gehe ich dann sofort zu Ulmer. Ulmer, ja? Bisschen hat eine Aufgabe für euch. Ja, was denn? Ihr wurdet auserkoren, den Kundschafter zu spielen. Ja, wo? Ich hole so eine Karte hervor. Hier, ihr seht diesen Küstenstreifen. Ihr werdet abgesetzt. Ihr bekommt 5 Mann Verstärkung mit, zu denen ihr zurücklaufen könnt. Erkundigt die nähere Umgebung. Könnt ihr mir auch auf der Karte zeigen, wo ihr meint? Ja, ich zeige ihm die Karte und zeige ihm die Insel dann mit dem Küstenstreifen, wo er anlanden würde. Dann zeigt das. Ah, stimmt, wir haben ja eine richtige Karte. Ich nehme an, wir kommen von Norden, oder? Da muss er trocken. Aktuell seid ihr hier irgendwo, aber ihr könnt halt fahren, wie ihr wollt. Das ist jetzt genau deine Entscheidung. Die Schiffe hier sind aufgeklärt. Ja. Hier ist die Speerspitze. Ist das ja auch der Marsplatz zum Schluss? Ja. In Meilen? Das dürften Meilen sein. Ich muss gerade nochmal... Ja, genau. 70 Meilen ist die Insel groß. Ja, wenn dort die Schiffe sind, dann würde ich tatsächlich von hier kommen und hier praktisch einen Kundschaftertrupp raussetzen. Wo soll ich? Hier soll ich raus? Ja, also praktisch die Insel zwischen uns und den Schiffen zu haben. Und wo soll ich denn erkunden? In die Umgebung, dass wir dort unsichtbar anlanden können? Genau. Und außerdem, ob ja selber die Kundschafter in der Nähe haben, und die gelandeten Schiffe werden sicherlich Truppen an Land haben. Wenn es möglich ist, herausfinden, wo die lagern. Ansonsten, ja, nur die nähere Umgebung, also dass wir landen können. Ich werde ja nur die nähere Umgebung absuchen können. Ansonsten müsste ich einige Tage dort bleiben. Das sind ja immerhin hier mehrere Meilen in jede Richtung, die ich abkundschaften soll. Wenn ich zweimal in diese Richtung gehe, zweimal in diese Richtung gehe und noch ein bisschen in diese Richtung, dann ist ein ganzer Tag weg. So riesig ist die Stadt noch nicht, oder? Das ist eine Meile. Mach doch mal, guck doch mal hier. Das sind... Nimm doch mal das scheiß Linie an, dann schau's dir mal an. Nimm dir einen Token oder dein Messtool. Ich mach alles geeicht. Das sind Meilen. Also wenn wir hier anlanden, sind das bis hierhin irgendwie so knapp 5 Meilen. So ein Stück. Ja, das durchaus größer, als ich eingeschätzt habe, das stimmt. Also ich weiß nicht, also wenn wir hier einen unsichtbaren Landeplatz haben wollen, ist das wahrscheinlich ideal, da ja hier irgendwie nichts ist. Aber dann brauchen wir auch mehrere Tage, wenn wir hier hin wollen oder hier hin wollen. Zu Fuß über die Insel. Ja gut, ich habe die Insel um einiges kleiner eingeschätzt, definitiv. Okay, aber wir können einen neuen Landepunkt machen, wenn du sagst, du willst dann vielleicht irgendwo hier landen oder hier in dieser kleinen Bucht oder irgendwo hier so, ich weiß ja nicht, wo dein Ziel ist. Wo euer Ziel ist, vorher. Nordosten, oder? Die Landspitze. Ich hole, ich nehme immer mit. Wir gehen natürlich mit zum Kapitän. Carino, habt ihr meinen Trupp fertig? Ja, immer hat sich bereit erklärt und ein weiterer 5-Mann-Trupp. Wir haben keine wirklichen Kundschafter an Bord, doch wir sollten jetzt darüber reden, wo sie an Land gehen können. Oder wo sie kundschaften sollen. Natürlich, ich möchte vor allem ein gutes Bild von der Ritualstätte haben. Das heißt, wir werden, sagen wir, 5 Meilen... Warte, Frosty, OC-Frage, Ritualstätte war hier, nicht hier, ja? Hier ist das, wo du hin... Das, da musst du hin.
Hier oben. Hier ist das, wo wir hin müssen. Und hier irgendwo ist dieser bewegte Strudel. Da kannst du dann eben mit Verseuchungsstufe 3 tanken. Der bewegt sich. Das ist das, was Sanin damals ausgekundschaftet hat. Hier wurdest du irgendwo, beim letzten Mal wolltest du Roland erkunden. Da wurdest du irgendwo abgefangen von der Plagenbringer. Bist dann umgedreht und hier hattet ihr damals irgendwo diese Begegnung, als ihr dann das allererste Mal auf der Arche wart. Gut. Wir werden, sagen wir, einen Bogen schlagen und 5 Meilen südlich des Nachts anlanden. Wenn wir diese 5 Meilen nach Nordosten bewegen, du fuhrst das Unheiligtum und Ritualstätte so gut wie gekonnt unerkannt auskundschaften und es dann wieder zurückbewegen. Wenn es Probleme gibt, werden wir sofort und schnell den Rückzug antreten und uns von der Arche aufnehmen lassen, notfalls unter Feuer. Verstanden? Wo gehe ich an Land? Gehst zuerst an Land, hier 5 Meilen südlich, klärst den Landeplatz, wir werden 1 Stunde später folgen. Ja, gut. 1 Stunde, um den Landeplatz zu klären, das heißt die umgebenden 200, 300, 500 Meter in jede Richtung. Richtig. So, dass wir möglichst nicht gesehen werden. Wenn da irgendwelche Aussichtstürme sind oder irgendwelche Wachlager, möchte ich davon im Voraus Bescheid wissen oder sie aus dem Weg haben. Gut, ich werde also dort an Land gehen, 1 Stunde lang rundkundschaften oder 1/2 Stunde rundkundschaften, 1/2 Stunden Glas und dann wieder zurück auf die Gezeitenspinne kommen, um Bericht zu erstatten? Dann werden wir mit einem Ruderboot an sein. Okay. Garenor hat einen Ring. Falls es Schwierigkeiten geben sollte, lässt sich darüber eine gleißend helle Fackel auslösen, mit der wir wissen, dass wir kommen und dich respektive unseren Trupp rausboxen müssen. Ah, den Ring habe ich nur noch, das stimmt. Karinor, fühlt ihr euch in der Lage, diesen Trupp anzuführen? Wie gut könnt ihr euch verbergen? Weniger. Dann werde ich es wohl selber tun müssen. Was macht ihr mit den beiden Magiern? Frage ich als nächstes. Also mit kann ich auf jeden Fall. Könnt ihr euch verstecken? Könnt ihr euch leise bewegen? Habt ihr nicht Kleidung, wirklich, die nicht weiß ist? Die kann man sich bestimmt besorgen. Die sollte nicht ein Problem sein. Eine graue Reiserobe sollte jeder haben. Haben wir nicht noch Dreck an Bord, womit wir die Robe dann dunkel machen können? Kein Dreck. Also ich bin beiden ganz schrecklich, das kann ich dir sagen. Es reicht wahrscheinlich eine graue Reiserobe. Aber grau ist ziemlich hell. Grau ist ziemlich hell? Dann haben wir im Dreck geschlafen, zieht euch jetzt nicht so. Also ich habe mich noch nie leise bewegen müssen, noch habe ich mich jemals verstecken müssen. Ich bin dementsprechend schlecht in beiden von diesen Dingen. Dito. Ich würde mich weder als Bär noch überhaupt als irgendwas in dieser Richtung beschreiben. Wir können die rückwärtigen Teil der Truppe sichern. Ja, das wird wohl sein müssen. Wir werden also mithelfen, die Landestelle zu sichern. Falls es aus irgendeinem Grund magische Schwierigkeiten am Insanktum gibt, seid ihr 5 Meilen weit weg und wir müssen euch erst holen kommen. Ich dachte, es soll sowieso erstmal nur um Aufklärung gehen. Sollten wir da nicht einen so möglichst kleinen Trupp, der möglichst fähig ist, schicken und nicht möglichst viele Leute, die das überhaupt nicht können? Richtig, deswegen werdet ihr auch nur unseren Rückzug decken, während Ömer das macht. Du kannst das, Junge, nicht, wa? Ja, also ich kann Leute umschleichen. Ich kann sie aber nicht irgendwie weg tot machen oder so. Also ich kann dann sagen, da sind welche, wo die sind, aber mehr kann ich nicht tun. Also das bringen wir dir schon bei, keine Sorge. Aber das wäre doch ein Meuchelmord. Das muss ich doch gar nicht können. Jetzt schon. Immer nickt bedächtig, sagt aber nichts dazu und schaut kurz zu Ahmad. Ahmad hockt irgendwo auf dem Schiff. Und trainiert wie ein Berserker. Ahmad ist mit Absicht nicht eingeladen. Ja, der wäre auch auf keiner Offiziersbesprechung mehr erschienen. Dann schaut er sich einfach nur kurz um und sagt aber nichts weiter dazu. Gut, Karas, besorgen wir einen Kurs, der uns nicht gar so sehr in Sichtweite des Insanktums vorbeiführt. Immer, mach dich bereit. Der Rest ebenfalls. Hoffen wir, dass ihr nicht zur Aktion müsst. Ei. Dann gehe ich mich selber noch angemessen einkleiden und los geht's.
Und so beginnt es mal wieder. Ihr könnt mit der Gezeitenspinne den Punkt anlaufen. Keine weiteren Schiffe, die ihr hier erkennen könnt, aber auch kein Hafen. Die Nordostspitze von Rulat ist, wie gesagt, immer neblig oder stürmisch. Und die 20 Schritt aufragende Felsküste aus gelbem oder rotem Sandstein trägt natürlich auch dazu bei, dass man hier nicht ohne weiteres hochkommt. Ihr könnt an einem der Kliffe anlanden, euch hier perfekt mit diesem Ungetüm verstecken. Ich habe euch einmal ein paar Bilder gegeben. So in etwa könntet ihr euch Rulat vorstellen. Also unglaublich hoch. Hier viele Möwen, die dann in diesen Felsspalten und Nischen sitzen und in einer solchen von Wirbeln und Strömungen umgebenden Passage könntet ihr dann verweiden, euch verstecken. Aber hier müsstet ihr erstmal hochkommen. Wenn man sagt, ihr solltet mir ein Seil mitgeben, dann kletter ich da hoch. Ihr lest meine Gedanken. Und dann Salon ein paar Haken mit. Und so wird Ömer ohne Seil und doppelten Boden da hochklettern. Eine Kletternprobe. Sie ist erschwert um 7 Punkte. Wir geben mal 2 ASP aus, um meinen Wert um 4 zu erhöhen. Das heißt, 3 Punkte Resterschwernis, die ich eintrage. Der Viertelzauberer mit dem Meisterhandwerk. Oh, ich habe das falsch gewürfelt. Ich muss nochmal. Jetzt kann er zeigen, was er kann. Ich muss klettern wollen. Wie ein Kletteräffchen klettert er da hoch. Aus einigen der Löchern stiegen manchmal erschreckenderweise irgendwelche Möwen hinaus. Aber selbst das bringt Ömer nicht aus der Ruhe. Und immer wieder bröckelt der Sandstein unter seinen Füßen weg. Aber dann hat er auch schon einen neuen Halt gefunden. Und ja, er klettert weiter und weiter, ohne sich zu verletzen und ohne auf irgendwas auszurutschen. Es gibt noch einige Felspfeiler, Dutzende davon, einige Brücken oder Plateaus, die wohl von einer früheren Küstenlinie zeugen, die allerdings schon weggebrochen durch die Strömung, durch das Wasser, was hier unermüdlich in den Stein sich vorfriest, die Insel kleiner macht, sie verändert. Das Meer selber, ja, bildet hier dann wenige Sandbänke, aber jetzt, wo du oben bist, bekommst du einen relativ guten Überblick. Schwärme von Goldregenpfeifern oder den krabbenverzehrenden Wattvögeln, die du hier erkennen kannst, bevölkern die Umgebung. Ja, oben wird sich ein Vorsprung gesucht aus Stein, der massiv wirkt, oder einen Baum oder so etwas. Und ja, oder ein Loch, was irgendwie höhlenartig ist, wo man etwas drum binden kann und dann das Seil drum herum gebunden und runtergelassen zur Arche. Dass die anderen schon mal, wenn sie sich oben auf positionieren wollen, das teilweise können oder auch nicht. Auf jeden Fall, dass der Rückzug für mich gedeckt ist, dass ich vielleicht nicht unbedingt an der Wand entlang klettern muss, sondern notfalls auch nicht schnell am Seil runterlassen kann. Okay. Auf der Insel ist der Grund mit hohem Gras und einzelnen Büschen bewachsen. Eine kleinere Gruppe könnte hier sich relativ gut verdecken. Zudem ist es ja immer noch neblig, sodass alles, was ihr tut, zumindest die sich verstecken Proben, um 7 Punkte erleichtert ist. Das gilt allerdings auch für Feinde und das wird dir relativ klar. Aus einiger Entfernung kannst du dann in Richtung Süden, nach Norden oder nach Osten vorgehen, den Platz erkunden. Alles ist verlassen, menschenleer. Nur die Vögel, die dich beobachten. Erstmal sucht immer die höchste Stelle, von der er glaubt, dass er eine gute Übersicht hat und will ganz gerne da hinaufklettern, um so weit wie möglich schauen zu können, sofern das durch den Nebel überhaupt möglich ist, dass man weit schauen kann. Ja, die Wie weit ist denn wohl so ungefähr die Sichtweite abgeschätzt? Ungefähr 50 Meter, würdest du sagen. Danach hört die Sichtweite einfach auf. Ja. Dann gehe ich zurück zum Schiff. Und kletter erstmal das Seil wieder runter.